Servus, ich grüße dich. Der Helmut und die New sind hier. Und zwar jetzt aktuell. Wir verlassen Nong Bua Lampu, Bana Kam Hai und ziehen weiter. Also wir sind zurück auf der Straße. Irgendwie so ein bisschen traurig. Aha, hier sieht man. Wenn man es neben uns sieht, eine Zeremonie von Party Dead, von jemandem, der gestorben ist. Ja, irgendwie melancholisch fühle ich mich so ein bisschen jetzt an hier. Wieder zurück auf der Straße. Ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll. Aber ja, so geht's mir irgendwie. Jetzt am aktuell sind wir gerade auf dem Weg Richtung Löy, also da, wo wir gestern auch waren, Port Kamei. Mir tun die Beine weh, gestern vom Stufen hochlaufen. Da zur Yerevan-Höhle. War wirklich ein geiler Ausflug, das war ein cooler Ausflug. Und mal schauen, was wir heute so finden auf der Straße, auf dem Weg hier in Löy. Löy ist in meinen Augen ja wirklich so die schönste Provinz im Isan, in meinen Augen, oder bis jetzt, was ich bis jetzt zumindest gesehen habe. Vielleicht gibt es ja schönere Flecke, aber bei Löy durch diese ganzen, ja, die Höhle ist ja auch ein super Ding und die Berge und irgendwie von der Natur her wirkt für mich so Löy am schönsten. Also irgendwas finden wir bestimmt, nachdem wir unsere Traurigkeit ausgeweint haben. Es ist wirklich so ein bisschen hier, vor allem die Leute besucht, dass das klassische Bauernessen sozusagen, da habe ich echt gemerkt, dass mir das ja fehlt irgendwie, dass das, wenn man das hat, dass das schon irgendwie die bringt mich so ein bisschen raus, ne, weil auf der Straße geht ja ums Leben. Ja, dass das schon eine schöne Sache ist für mich, so dieses Landleben, dieses einfache Bauernleben, das macht mal richtig Spaß, glaube ich. Aber jetzt dann geht's weiter. Also was geht's ums Rumheulen? Schön, dass ich es gehabt habe. Nicht traurig sein, dass vorbei ist. Schön, dass es war. Große Herausforderung. Und ja, mal schauen, was der Tag heute so bringt alles. Wenn man nicht in einer so guten Stimmung ist, dann hat man viel leichter Zugang so emotional zu Sachen, die einem nicht so gefallen, zu negativeren Sachen irgendwie. Und wir fahren jetzt hier, das will ich natürlich ausnutzen, wir fahren jetzt hier gerade raus, also wir sind jetzt hier noch in Naklang, glaube ich, oder vielleicht eh schon Nawang jetzt, weiß man nicht mehr so genau. Jetzt sieht man das nicht so, weil jetzt fährt gerade hier der Songtail, heißt das eigentlich, vor uns. Da sieht man das so nicht, aber man sieht ja trotzdem so, wie breit die Straße hier ist. Da drüben, es kommt uns kein Auto entgegen, doch man sieht ja, da drüben kommt ein Auto uns entgegen, wie weit darüber die Straße geht. Und obwohl das ja hier meine alte Heimat war, jetzt habe ich gerade kurz mal weggeguckt, ich dachte, ich erinnere mich an etwas. Obwohl das hier so meine alte Heimat war, ist es so, dass ich finde, diese Straße hier, also von generell so von Nong Bua Lampu bis halt da hoch nach Löy, die ist grauenvoll. Ich finde die sowas von potthässlich, auch die Umgebung. Und dabei hat mir das vorher echt einmal so gut gefallen, wo das eine normale Straße war. Da bist du hier gefahren. Da sind noch immer so die gleichen Häuser neben den Straßen wie vorher. Aber dadurch, dass jetzt die Straße, früher war da eine Straße dazwischen und dann waren so Nebenstraßen und da war so Natur dazwischen. Das war so ein cooles Gefühl durchzufahren. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Dachte mir so, Thailand, jetzt ist es irgendwie wie durch eine
gefühlt halt wie durch eine Fabrik durchzufahren. Auch hier, wenn ich so in der Stadt, wir sind hier in der Stadt mit diesen Betondingern hier. Es wirkt so, ja, uneinladend oder so irgendwie in meinen Augen. Uneinladend. Es ist halt so, wie es ist. Ne? Und das war halt vorher nicht so. Es war vorher auch nicht so, dass du jetzt dann gesagt hast, boah, eine wunderschöne Stadt wie Innsbruck oder Salzburg. So war es ja nicht. Es war halt ländlich, es war halt irgendwie so ein bisschen wie gewachsen so in der Art. Aber jetzt hast du das Gefühl, es ist so künstlich, glaube ich, daran, dass irgendwo Steine hier oben weiter viel abgebaut werden, dann unten die Zuckerrohrindustrie und die Steine werden da irgendwie nach ganz Thailand geliefert für Beton und so weiter und Zuckerrohr, da sind auch viele LKWs unterwegs und dadurch, es wirkt halt, ich finde es halt, diese Betondinger hier in einer Stadt, ich finde es halt, ja, man merkt, mir fehlen die Worte eigentlich dafür. Ja, das ist so mein Fazit in einer Art und Weise. Also, super Zeit gehabt. Am Land ist noch immer schön, aber so diese Straße ist irgendwie hässlich geworden. Die hässlichste Straße Thailands für mich nominiert. Vielleicht sollten wir Abstimmung dazu machen. Passt irgendwie gar nicht dazu. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Vor uns ist jetzt also eben schon, man sieht so richtig. No, bei Iglöre. Na, Ivan Sapung, Pepnia. Und da kommen wir jetzt an, also jetzt kommt da eh schon der. Entweder sind wir schon in Löhe oder kommt gleich, aber man sieht da eben so die Berge schon vor uns von Löhe. Das Auto ist auch furchtbar laut, aber mit dem muss man klarkommen. Also mal schauen, was uns in Löhe hier so erwarten wird. Wir melden uns jetzt an hier aus Borühr auf unserem Weg. Na, allein. Oh, Leute. Okay. Leute, so, und zwar, jetzt möchte ich mich einmal umdrehen hier. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Ich finde das sehr schöne Umgebung hier. Wir kamen hier so die Straße herunter. Und dann sieht man so diesen Tempel, der da vor uns ist. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt an. Ob der. Kommst du einmal? Ich gehe mal jetzt dann gleich meine Mütze aufsetzen. Wie Yoga kommt, der war auch morgen noch, ne? Morgen. Yoga Pfund. So, naja, ich habe die Haare schön. Also, wir haben uns halt gedacht, wir fahren hier mal rein, schauen hier mal, wie es hier ist. Vielleicht gibt es hier einfach einen schönen Ausblick oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Wir gehen dann einmal hoch. Vor allem aber die Gegend hier ist Wunder. Also auch da hier hinterm Tempel. Aber ich glaube, da ist der Lichteinfall gerade ein bisschen schlecht. Die Berge sehen so flach aus in der Kamera. Hier geht es so hoch und in der Kamera sieht es so flach aus. So krass. Aber schöne Anlage hier. Schön die Berge da. Leider meine Erwartung, dass es ein Kaffeehaus gibt, wo ich auf die Berge gucken könnte, gibt es leider nicht. Aber mal schauen, wie es wird. Mal schauen, gehen wir mal hoch und dann sehen wir, wie der Tag weiter wird. Übrigens, diese Buddha-Figur, die da hinter mir ist, die habe ich ja schon einmal in Vietnam gesehen, wo das hieß, irgendwie, die beschützt da irgendwelche Boote, glaube ich. Jetzt hat mir gerade New erklärt, das ist eigentlich früher, zuerst war das ein Typ, aber dann hatte der irgendwie viele Mädels und dann hat er sich entschieden, ein Mädel zu werden, also Ladyboy, ich weiß es nicht. Ich gucke da mal nach, aber interessant, dass man das hier auch einmal, also ich. So oft aufgefallen ist mir das noch nicht. Ich werde mal drüber nachlesen, vielleicht kann ich es nachher noch irgendwo reinbringen. Hier sind wir auf dem Platz. Der Platz wirkt schön, aber ich weiß nicht, wie laut in der Kamera ist der Rasenmäher hinter mir, den man da anhört.
Wer der Typ ist, habe ich keine Ahnung, mit der Streitaxt. Das sieht ja fast nach Germanisch aus, nach Thor oder so. Hier hinter mir gibt es ein bisschen ein paar Krokodile auch. So dargestellte Krokodile finde ich irgendwie immer schön. Sieht aber so dunkel aus in der Kamera. Warum? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ansonsten werde ich an dem Tempel nicht viel Freude haben. Hier heraus ist das alles schön gemacht. So diese fünfköpfige Schlange hier, Elefanten hier hinten. Es sieht auch aus mit einem riesen Parkplatz, aber es ist ja hier nichts los. Und da hinten die Berge. In der Kamera sieht das nach nichts aus, aber in Natur sieht das richtig schön aus. Vor allem so die verschiedenen Felder auch in den Bergen. Sehr cool. Jetzt sind wir hier oben. Das Dach sieht schön aus, das gefällt mir hier gut bei dem. Der Ausblick ist schön, aber am Tempel selber sonst. Ich habe Ihnen was gefilmt, ich weiß nicht, ob das ins Video dann reinkommt, vielleicht mache ich es rein. Aber der Ausblick ist hier schön. Es wäre halt cool, wenn hier so die Terrasse wäre und ich könnte auf die Berge blicken hier. Das wäre noch besser. Ansonsten, wir gehen wieder weiter. Bis Danzai gefahren, jetzt sind wir wieder hier in Danzai. Man kommt immer wieder zu den gleichen Orten zurück. Eigentlich wollten wir oder haben wir ein anderes Resort geguckt. Jetzt sind wir aber wieder in dem Resort, wo wir letztens waren. Hier da, das war der Bungalow, in dem wir letztens waren. Von dem Balkon aus hier habe ich ja die Drohne starten und fliegen lassen hier über die Baumwipfel drüber. Heute haben wir den kleinen Bungalow hier genommen, unterhalb, also den kleinen, sind die alle klein. Dachte mir, da habe ich dann einen schönen Ausblick hier auf den Teich. Der Teich ist aber komplett trocken und, was ich nicht wusste, es gibt keinen Balkon. Also nicht wusste, wir haben es angesehen, ich habe es trotzdem hier genommen, es ist trotzdem super schön hier, haben wir einfach gedacht, es ist ein anderer Bungalow, also typisch, nicht alles gleich, sondern jeder Bungalow individuell. Und ich nehme dich jetzt gerne einmal mit hier rein. Wie sieht das hier aus? Also es fängt an mit den Teakholztüren, die ich ja sehr, sehr schätze. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. Teakholztüren, Massivholz, aber auch unten wieder schöner Parkettboden. Und so sieht der Raum hier aus, wenn du reinkommst. Apsych hier hinten, rechts das Bett. Es hat ein Sofa hier, daher wirkt das irgendwie, ich finde, es wirkt nicht schlecht, der Raum hier. Hier so mit dem Bett, Fenster daneben, ein Sofa davor, wenn man Zuschauer haben will oder wie auch immer. Und es gibt so quasi statt dem Balkon hier quasi so ein extra Wohnzimmer, mit nochmal so einem Sofa hier, wo hier der Ausblick schon hier runter ist. Aber wie gesagt, kein Wasser drin.
Ist halt nicht so wie ein Balkon, aber es ist okay. Dreh mich jetzt so mal um. Lenalei. Ja, haben Sie einen du, der mein? I don't know. Ich habe gefragt, was spielst du am Telefon? So, also so sieht da das Zimmer aus. Ich finde es ganz cool, super cool, also groß auf alle Fälle. Das Bad ist auch wieder, das hier hat halt auch keine Badewanne, sondern nur eine Dusche, aber genauso cool gemacht, so mit den Steinen hier unten. Daher, ich habe mal gedacht, okay, wir probieren einfach einmal mal das Zimmer aus. Ich habe jetzt gerade die Kamera ausgeschaltet, den falschen Knopf gedrückt auf der Kamera, die Kamera aus. So, ja, das ist, jetzt ist auch noch nicht so spät, zwischen 5 und 6 irgendwo etwas. Wir werden nachher was essen gehen, also eine schöne Zeit hier haben. Nang dein Make-up. Cool, gut, 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 not bad, not bad. So, also wir werden hier eine schöne Zeit hier haben. Heute, ja, war okay, da mal bei den Tempel da rein und mal abgebogen. Das war okay. Ansonsten nichts Besonderes, sondern Hauptsache einfach so ein bisschen die Zeit und das Leben zu genießen. Das ist ja schön, ne? Tschaba. Hi. Okay. Also, in dem Sinn, morgen hoffe ich, dass das klar geht, dass wir morgen das Salzbergwerk filmen. Da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, okay, wollte jetzt was sagen, kann ich nicht sagen. Okay, ansonsten, ich hoffe, dass du mit dabei bist morgen, wenn wir Salzbergwerk filmen. Aber vielleicht kommt da irgendwie was dazwischen, das nicht geht. Aber das würde mich sehr, sehr freuen. Servus, alles Gute aus Thailand hier, aus Lui, aus Dan Sai. Bye-bye. Kittung, ne? Kittung, ne?